Dann hier so Dinger hin, zack, zack. Hi, na, weiter geht's mit Mario Maker. Wir haben ja gesagt, wir machen hier weiter. Ah, guck mal, hier muss ich aufpassen. Hier kann man theoretisch rüberspringen. Da, guck mal. Aber das ist halt das Geile an so Sumpf, ne? Da kannst du einfach hier so eine Lücke machen. So. Und die Leute kommen einfach nicht rüber. Da kannst du dann springen, wie du lustig bist. Du stirbst einfach. Einfach hier rüber und... So weit kannst du einfach nicht. Gut, dann würde ich trotzdem erst hier wieder ansetzen. Und da geht's dann wieder raus. Das ist so ein bisschen... Ja, das ist der Skeksis-Park hierbei. Guck mal, ich hab's weggemacht und mach's direkt wieder hin. Oh, das sieht ein bisschen derpig aus hier. Das sehe ich jetzt schon. Das wird nichts. Da müssen wir einfach nochmal neu ran. Oder wir machen es noch ein bisschen höher. Das geht natürlich auch. Ist ja der letzte gewesen. Ne, dann sieht man es nicht. Alles keine gute keine guten Ideen. Alles keine guten Ideen. Der hier, der da. Der war doch in Ordnung. Wie mache ich das denn wieder? Ja, abgerundet. So. Ich glaube, ich muss erst die Zähne machen. Und dann machen wir das so. Vielleicht ein bisschen weiter offen. So. Hier einen weg. Hier noch so die Nase ran. Es ist einfach... Ich erkenne da gar nichts. Am liebsten hätte ich jetzt einen Stift und ein Papier und würde das einfach malen. Dann wäre das schon ein bisschen einfacher für mich. Aber ich... Ich lasse mal alles wieder verschwinden und dann gucken wir nochmal von vorne, wie das aussieht. Ja, ich habe ja gesagt, das hier wird der letzte, die letzte Folge, wo wir diesen Level hier bauen. Und das liegt auch größtenteils daran. So, warte mal, das ist doch was, womit man arbeiten kann. Ist auch wieder nichts. Du musst einfach das ist wie Turmspringen. Du musst einen Sprung halt schaffen und dann geht das. Okay. So, dann lassen wir es mal erstmal so. Nee, es ist auch wieder nicht gut. Okay, fangen wir mal hiermit an. So, so ist es doch. Ja, so ist es doch. Ja. Vielleicht hier ein bisschen abgeschwächt, so. Dann könnte man sich eigentlich noch überlegen, ob man das hier mit irgendwelchen Blödsinn vollstellt. Auch bekannt als Hintergrund. Sowas hier. Nee. Das habe ich ganz bestimmt nicht gesagt, dass ich das hier möchte. So. Ja. Ja, das ist okay. Hier das Krokodil natürlich auch. Okay. Ah, ich habe mir eingebildet, als wenn man das oben sehen könnte. Was natürlich Quatsch ist. Das kann man aber sehen. So. Und hier natürlich auch. Das ist so ein typisches Medi-Ding. Solche Sachen hier reinbauen. Und solche mundähnlichen Öffnungen. Allerdings sieht man nicht mehr so, dass es ein Mund ist, dadurch, dass ich das hier vorne voll gemacht habe. Aber muss ja eigentlich auch nicht. So, jawohl. Dann machen wir hier schon mal Eis rein. Das sind ja die Augen. Okay, so. Grob so, zack, zack, zack. Und das da. Einmal abgeschwächt. Okay, dann machen wir den Rest hier mit normalen Bricks rein. Macht ja einfach auch gar keinen Sinn, dass da irgendjemand mitten in die Natur solche normalen Bricks reingepackt hat. Aber ist okay.
Das auch wieder, das nehme ich mir einfach raus. Wenn ich sage, aber ist okay, dann ist das einfach okay. Punkt. So. Nehmen wir den Kumpel mal da weg. Zack, zack. Hier sowas. So. Obwohl, das könnte, kann ja die Nase sein hier. Ja. Sieht einfach nicht aus wie ein Wesen. Das heißt noch nicht. Wir müssen bei den anderen ja auch noch ein bisschen nachschieben. Da ist das Design auch definitiv noch nicht vorbei. Da geht noch mehr, Kumpels. So. Und hier kommst du dann raus und nicht mehr rein. Das gefällt mir. Das finde ich in Ordnung. Warum sollte man eigentlich auch noch mal rein wollen? Ne? Macht keinen Sinn. So. Und hier hast du es dann direkt geschafft. Da will ich eigentlich auch keine Sperenzien machen. Wenn du das dann hast hier, so. Hast du es auch geschafft. Ach so, nee, warte mal. Ich muss dem Spieler ja noch eine Möglichkeit geben, hier oben die höchste Plattform zu erreichen. Das machen wir einfach mit dem Pilz und dann ist fertig. So. Da machen wir schön so eine Girlande ran noch. Hier. So. Und die Girlanden kommen auch noch in sein Mäulchen. So als Zäpfchen. So. Aber wir machen da keine Gegner mehr hin. Ich finde, wenn du das letzte Hindernis geschafft hast und dann wieder rauskommst, willst du da nicht nochmal Gegner sehen. Du könntest da theoretisch zurück. Ja. Bringt dich jetzt auf deiner Reise nicht unbedingt weiter. Aber wenn du willst, kannst du das machen. Ja, das sieht gefährlich aus, ist es aber nicht. Da kannst du dann dahin. Hier muss ich es noch abschrägen. Nee, Luigi, lass mal sein. Dann hier so Dinger hin. Zack, zack. Rüpp, rüpp. Und dann haben wir es. Ja. Vielleicht den noch ein bisschen niedriger. Hier mit so einer Reinhangelhilfe. Ist okay. Ich finde, der Dino hier, der sieht einfach auch nicht gut aus, aber das ist egal jetzt. Man erkennt nur mit sehr viel Fantasie, was das sein soll. So, jetzt mal von Anfang an. Schauen wir uns das mal an. Ja. Du kriegst auch nur ein Power-Up hier, weil brauchst du eigentlich nicht. So lang ist der Level ja nicht. Und ich hätte ja auch theoretisch die Möglichkeit gehabt, hier nochmal schön Midway-Point reinzumachen. Aber nö, lieber nicht. Vor allen Dingen, du hast ja ab hier, hast du ja den ganzen Spaß ja eigentlich schon geschafft. Und wenn du hier klein bist, hast du sowieso gewonnen. Dann ist das alles keine Herausforderung mehr für dich. Finde ich eigentlich auch mal witzig. Ein Level, der leichter dadurch wird, dass man klein ist. So, und jetzt gucken wir mal nach. Hier könnte man theoretisch rüber, aber das bringt einem nichts. So. Okay, jetzt sind wir hier drin. Jetzt kommt die Geschichte. Das ist eigentlich das Kernstück des Levels. So. Und boing. Ja, die eine Falle da rechts gibt's immer noch. Wenn irgendjemand versucht, die Münzen zu holen, der kriegt natürlich dann den Level nicht mehr fertig gespielt. Ja. Aber ansonsten, Kategorie meiner Meinung nach noch kurz und knackig. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber für mich ist das noch kurz und knackig. Naja, okay. Machen wir mal, jetzt geht's ans Design. Muss halt auch schön aussehen. Sonst wird halt nichts. Machen wir mal hier sowas rein. Das ist mir eigentlich egal da. Obwohl, das kann eigentlich auch noch weg. Ja. Gut, ganz wichtig ist am Anfang zu gucken, dass man nicht über das Ding da springen kann. Aber sollte eigentlich nicht möglich sein. Nö. Das ist nicht möglich. Man erkennt halt auch nicht, was es sein soll. Aber ist egal.
besser man erkennt nicht, was es ist, als dass man rüberspringen kann, alles sieht und dann die Hälfte vom Level dann eben überspringt. Ja, aber der Sprung hier ist am Anfang schon noch ein bisschen knifflig. Da überlege ich, ob ich den ein bisschen entschärfe. Aber ich glaube eigentlich nicht. Wofür denn auch? Das ist schon wieder so ein antizyklischer Level, wo du am Anfang erstmal richtig hart verprügelt wirst und der einfach die ganze Zeit leichter wird. Aber das ist nicht so schlimm, sage ich jetzt. Weil... Ne? Ich habe keine richtige Argumentation dafür, aber es ist, dann ist einfach dran auch nicht schlimm. So. Immer diese Affirmation. Es ist nicht schlimm. Es ist in Ordnung. Es kann ruhig leichter werden. Obwohl, das will ich eigentlich nicht. Ich möchte, dass er hier noch so ein bisschen Gemüse auf dem Rücken hat. So. Ach, was. Ich finde den Level schön. Der macht Spaß. Ist schon wieder so ein Level, wo ich so eine Dinosaurierfresse einfach auf dem Thumbnail habe. Aber das ist ja normal bei mir mittlerweile. So. Okay. Speichern. Ja, machen wir mal einen... Nö, können wir eigentlich direkt hochladen, oder nicht? Speichern und hochladen. Auf geht's. Es wird 2, 3 Exploits da geben, aber ich habe mittlerweile genug... Ach, ich kann das nicht hochladen. Ja, weil der Internetquatsch ja gerade hier nicht funktioniert. Ja, danke Nintendo. Dann eben nicht. Aber ich kann es, glaube ich, schon mal spielen. Und wenn ich nichts mehr ändere an dem Bums hier, dann werde ich es hochladen können. So, jetzt nochmal im Detail. Hier komme ich nicht oben rauf. Das heißt, ich bin schon gezwungen, hier durch diesen Tunnel zu laufen. Ja. Jetzt sitzt er da, hockt sich ab. Dann hockt er sich wieder ab. Ah, das war blöd. Da hat er sich den Kopf gestoßen. So, ran. Ja. Die Passage hier ist nicht unbedingt schwierig. Da ist nur wenig, was einem Schaden zufügen könnte. Das ist aber auch mit Absicht so gemacht. Dann sind wir hier... Mist. Ich hab's vergessen. Na gut. Da müssen wir... Muss ich erstmal gucken, ob das überhaupt funktioniert. Warte mal. Wenn das nicht funktioniert, dann haben wir natürlich jetzt hier ein bisschen gelitten, aber... Warum soll das nicht funktionieren? Mal ehrlich. So, ich will das hier noch so haben. Here we go. Jetzt haben wir 2 Strecken hier direkt übereinander. Und dann geht das. So. Ja, hier haben wir direkt verloren, ich weiß. Aber das wollte ich ja auch. Ich meine, was soll denn dagegen sprechen hier? Guck mal, wenn man nicht drauf achten muss, dass die Dinger hier das nicht kaputt machen, das ist total einfach. Ja, so natürlich. Und der On-Off-Schalter da unten muss natürlich auch noch weg. Habe ich gar nicht gesehen. Ja. Okay, jetzt nochmal im Detail. Habe ich hier irgendwas vergessen wegzumachen? Ich habe ja hier viel einfach mal so provisorisch in den Raum geworfen, in der Hoffnung, dass ich dran denke, es hinterher wieder abzubauen. Aber ich glaube, diesmal ist es komplett. Ja. Ja, das ist gut. Das ist ein schöner Raum, finde ich. Auch so vom Design her. Ich mag das ja immer, wenn das so kompakt ist. Könnte man sich noch überlegen, ob man den Pfeil ein bisschen anders platziert. Der Pfeil, der steht einfach immer falsch. Ich glaube, so ist es das Einzige, was irgendwie richtig ist. Obwohl, so schmiegt er sich mehr an diese Schräge hier an. Ich weiß auch nicht. Ich könnte theoretisch... Nee, ich kann den auch nicht da unten reinmachen, weil... Nee, pass auf, ich habe den Pfeil jetzt hier in die Mitte von dem Bums gemacht und fertig ist. Alter, das ist ja... Richtiger als so geht es nicht. So, das haben wir auch noch abgeklärt. Ja. Speichern und hochladen. Zack, und los geht's. Und dann ändere ich auch nichts mehr daran. Das nächste Mal, wenn Nintendo sich entscheiden sollte, dass wir wieder Internet haben dürfen, dann werde ich das direkt hochladen. Ich glaube, das geht dann einfach so. Mir nichts, dir nichts. Außerdem muss ich die letzten 2 Minuten von diesem Partner füllen. Da kann ich einfach nochmal den Level spielen. Warum denn nicht? So, rein da. In der zweiten Röhre gibt es keine Münzen aufs Haus. Das wäre auch zu viel des Guten, meiner Meinung nach. Boing. Boing. Und hoch. Nee.
wie gesagt, theoretisch braucht man das Power-Up hier nicht. Aber man weiß es ja nicht. Ich habe schon so oft in meine Level reingeguckt und mir gedacht, wie kann man an Position XY sterben? Zum Beispiel irgendjemand, der in diesen Fisch hier reinläuft. Soll es alles geben. Ja, das war natürlich wieder Quatsch. Und ich kann auch nicht so weit springen, dass ich hier in irgendeiner Form was erwische, was mich... Nee, ne? Also das geht nicht. Wenn ihr das könnt, gerne mit Videobeweis. Ich schaue es mir an. Ach, scheiße, die sind immer noch weg. Alles klar. Das ist gut, dass ich nur einmal rausgegangen bin. Ha, das hätte ins Auge gehen können. So, wie wäre es denn dann mit einem Midway-Point? Und zwar genau hier. Wo ist er? Wo ist er? Da ist er. Rücksetzpunkt. Boing. Da, guck mal. Ich könnte ihn hier einfach auch so als Zahnstocher von den... Das ist auch nicht schlecht, ne? Einfach so hier runterhängen lassen. Nee. Also, da gefällt mir das so doch deutlich besser. Dann hast du hier einen Midway-Point. Wenn du den Spaß da rechts verkackst, dann kannst du direkt nochmal rein. Ist natürlich schade, dass er das nicht wieder zurücksetzt, ne? Aber das wusste ich wieder nicht. Das ist wieder so eine typische, ich mache irgendwas Elaboriertes da rein und dann fällt mir nicht auf, dass XY nicht funktioniert, weil ich es nicht wusste. Und dann funktioniert es halt nicht. Ja, dann haben wir den Salat. Aber na gut. Dann ist das halt so. Dann müssen die Leute halt raus und sich abmurksen lassen. Es sei denn... Ich mache jetzt hier noch so ein Freitodapparat rein. Nee, dafür ist der Platz nicht da. Tja. Das ärgert mich. Aber dafür ist ja der Midway-Point davor da. Naja. Das ist so der Moment, wo man dann die schlechten Bewertungen kriegt. Ich meine, bei Mario Maker 1 wäre es mir einfach vollkommen Wurst gewesen. Da hätte ich auch gesagt, komm, lad einfach hoch, fertig ist die Lauge. Falls ihr noch irgendwelche Ideen habt, wie man das retten kann. Ich kann ja mal gucken, ob wenn ich dann die Türen benutze, ob das dann das zurücksetzt. Das kann man vielleicht heute noch eben machen. Dann sieht das zwar terra beschissen aus da drin, aber das ist jetzt auch nicht unbedingt... Also, ne? Wirkung geht immer vor Deckung, sagt man doch. Dann machen wir das mal so hier rein. Oh Leute, das ist einfach... Das ist ein Fiebertraum hier gerade. So, dann machen wir kaputt das Ding. So. Ne, bringt nichts. Glücklicherweise. Ich glaube, ich hätte mit diesen blöden Türen hier auch nicht leben können. So, dann machen wir das hier aber als Thumbnail von dem Level. Ja, das ist der Endgegner hier drin, ne? Ja. Wenn ich jetzt kaputt gehe und nochmal reinkomme, dann sind die Blöcke doch wieder da, ne? Also was mich am meisten stört hierbei ist einfach, dass ich mich selber jetzt nicht irgendwie hier kaputt machen kann, um es nochmal zu versuchen. Und dass die Blöcke überhaupt nicht respawnen, wenn man rein und raus geht. Das wusste ich nicht. Das Leben kann so einfach sein manchmal. Wenn man einfach so gewisse Dinge weiß. Wenn man nicht schon knietief in seinem Design steckt und dann merkt, ach, ich muss es doch nochmal alles ändern. Ah, na gut. Unheil angerichtet. Naja.